Schaut mal, wie romantisch das aussieht. Wie schön ist bitte diese Landschaft gewesen oder ist hier überhaupt? Es ist der absolute Wahnsinn. Das ist echt wow. Da kann man nur so wow sagen wieder. Ja, ne? Immer nur wow. Und jetzt geht's für uns direkt weiter. Wir sind jetzt in der Royal Lochnagar Distillery und kriegen da jetzt, glaube ich, noch eine Tour und schauen uns das mal an. Genau, so das ganze Whisky-Zeug und sowas. Und die kleine Hütte, die ihr gerade bei den Drohnenaufnahmen gesehen habt, da wurde früher illegal Whisky gebrannt. Und ich glaube, das ist die gleiche Distillery hier, glaube ich. Genau, also der gleiche Urbesitzer sozusagen. Der wollte es dann irgendwann legal machen und dann ist er hierher gegangen. Richtig witzig. Wir haben die illegalen Anfänge gesehen. Jetzt schauen wir mal, tasten wir mal ein bisschen. Ich darf nicht wirklich was tasten eigentlich. Es war so interessant, mal so eine Whiskybrennerei anzuschauen. Voll. Ich wusste gar nicht, wie viel Effort da dahinter steckt irgendwie. Ja. Und wir haben tatsächlich auch eine Flasche gekauft, so eine Unterstützerflasche. Ja, und vor allem auch eine Erinnerung. Ja, voll. Wenn man die, wir sind jetzt echt nicht so die Schnapstrinker allgemein. Also wenn, dann trinken wir mal einen Schluck Wein oder sowas. Aber trotzdem so. Als Erinnerung ist es ja echt ganz schön. Und da kann man was anbieten, gell? Und wir sind jetzt gerade in, wie heißt es noch? Bremer. Bremer. Weil Katie hat uns vorhin erzählt, ich glaube, die kommt hier aus der Nähe von Bremer, dass ja. Es ein super süßer Ort ist und dass wir den unbedingt noch anschauen sollen. Deshalb genau. Sind wir mal hin und füttern jetzt erstmal was. Richtig, Food first. Und jetzt haben wir hier was gefunden, Gordon's Tea Room. Schauen wir mal, was das kann. Und Leute, hier in diesem Ort gibt es sogar ein veganes Gericht oder mehrere sogar, auch eine Suppe. Aber wir haben uns für dieses, was ist das? Irgendwas mit Beans und keine Ahnung. Ja. Wir sind jetzt hier noch aus dem Ort rausgefahren, so ein Stück runter. Keine Ahnung, wie ich euch das jetzt beschreiben soll. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, in welche Himmelsrichtung wir gefahren sind. Auf jeden Fall sind wir jetzt an so einer Brücke, die angeblich von 1848 ist, zumindest steht das da drauf. I don't know. Und die Katie, die wir vorhin getroffen haben, die meinte, wir sollen dann auf beiden Seiten runter gucken und das wäre sehr faszinierend. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie diese Brücke meinte. Weil, um ehrlich zu sein, haben wir vergessen die Wegbeschreibung, die sie uns genannt hat. Aber wir sind jetzt bei einer Brücke und es sieht sehr cool aus. Und es ist so verdammt kalt. Oh, gerade friere ich richtig. Ey, hier ist ekelhaft. Ich habe noch gedacht, vielleicht kann man doch die Drohne fliegen lassen. Auf keinen Fall. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall ist das hier die Brücke. Und ich bin mir nicht sicher, ob das hier der Dean, die Dean, also der Fluss Dean ist. Aber eventuell. Boah, das ist aber schon eine krasse Strömung, gell? Ja. Guck mal, warum ist denn das da so rot eigentlich? Ja. Das Wasser. Guck doch mal, wie rot ist oder so rostfarben das ist. Also auf der Seite von der Brücke steht jetzt Edward der Siebte, 1905. Also vielleicht ist das dann doch nicht das Baujahr gewesen. 1848, keine Ahnung. Und das ist unsere zweite Unterkunft für heute Nacht. Wir sind jetzt gerade so einen ganz langen Waldweg hier durchgefahren und hier rausgekommen. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, irgendwo hier sitzen sehr viele Vögel. Sieht so wunderschön aus. Mega, also. Oder? Ja, und dann hier diese wunderschöne Wiese und da ist direkt irgendwie so ein Fluss oder so. Boah. Wow, ich bin sprachlos. Wow. Oh, wow. Wie süß ist das Zimmer? Das ist ja mega süß. Oh, und es riecht wie in einem englischen Haus. Es ist auch so ein richtig altes Haus einfach. Und schaut mal, das ist wie so ein kleiner Vorsprung. Und der Blick ist einfach wow, der ist krank. Schaut mal da runter auf diesen Fluss. Dann ist hier so ein süßes Bettchen. Und so alles so ein bisschen alt. Wir sind so unterm Dach. Wahrscheinlich ist Teppich auch im Bad, oder? Nee, dafür ist es wahrscheinlich zu neu. Kein Teppich im Bad. Ausnahmsweise mal kein Teppich im Bad. Süß, was ist denn das für ein süßes Schränkchen? Wow. Oh, das ist so süß. Ich finde das toll. Es fühlt sich so an, als wären wir bei meiner Uroma zu Besuch oder so. Oh, hello there.
Oh. Ersten Castle heute. Wir schauen nämlich heute zwei an. Wie heißt das nochmal hier jetzt? Krathus Castle. Krathus Castle. Und das ist richtig cool, weil das so eingerichtet ist. Das ja. ist echt richtig schön. Wir befinden uns gerade in der Küche. Genau. Und es ist eine Self-Guided Tour. Also man muss nicht mit einem Guide rumlaufen, sondern man kann in seinem eigenen Tempo. Und überall sind so Schilder und da steht alles Mögliche. Und das hat der Familie Burnett gehört, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Und ich weiß jetzt auch nicht, wer die waren oder so. Aber ja, ich finde es trotzdem immer sehr interessant, sich das so alles anzugucken, vor allem eingerichtet, gell? Ja, warum ich, wenn ihr euch wundert, warum ich hier in meinem Rucksack so habe, die Frau an der Kasse hat mich gebeten, das vorne rum anzuziehen, den Rucksack, damit ich nicht irgendwie Sachen umschmeiße. Das ist auch sehr gut, weil es könnte mir leicht passieren. Ja. Ihr seht, die Fenster sind super klein. Ich habe gerade eben auf einem Schild gelesen, es liegt daran, dass man eben rausgucken kann, aber von außen nicht reingucken kann und man dann so sich sicher sein kann, dass die Burg gut bewacht ist und sicher ist. Und das hier sind noch so traditionelle Outfits. Also die Burnetts, die hier gewohnt haben, haben im Ersten und Zweiten Weltkrieg hier so eine Art Lazarett aufgemacht und verwundete Soldaten aufgenommen und die versorgt und so weiter und hatten dann eben auch so Angestellte. Das ist so ein Soldatenoutfit gewesen. Es ist definitiv komplett empfehlenswert, sich so ein Schloss mal anzuschauen oder solche Burgen und allgemein so ein bisschen die Geschichte, wenn man in so Ländern ist. Und ich liebe das in England und jetzt eben auch in Schottland. Ich finde dieses Burgenanschauen immer total cool, muss ich sagen. Echt cool. Ich habe das noch nie gemacht und das ist echt... Also wir waren in Deutschland früher mit meiner Familie in so Freilichtmuseen. Das ist so ein bisschen ähnlich, aber es sind halt keine Burgen, sondern eher so Bauernhäuser oder sowas. Ja. Meistens. Aber es ist echt richtig beeindruckend. Und wie lang die Familiengeschichte auch zurückgeht, ne? Weil wir haben so einen Stammbaum gesehen und der erste von dieser Familie ist einfach von 1300 irgendwas. Ja. Wie krass ist das? Und dann waren da auch noch so aktuelle Bilder von den Leuten, also von den Nachfahren heute sozusagen. Stammbaum ist einfach riesig. Ja. Das ist richtig krass. Da habe ich eine Frage an euch. Und zwar wisst ihr, der erste war halt 1300 und es fängt mit einem Familienmensch quasi an. Entscheidet er einfach, ich bin jetzt ein Baratheon oder sowas? Oder wie passiert das? Ein Baratheon-Falk. Ja, oder ich bin jetzt der erste Falk oder keine Ahnung was. Und danach ist es ja logisch, dass das weitergeht quasi, wenn die Kinder immer... Kinder haben quasi. Aber wer ist der Erste? So, das ist schon eigentlich interessant. Ja, und vor allem, warum ist denn der ein Lord oder ein Baron oder keine Ahnung. Vielleicht liegt es auch voll auf der Hand. Ich glaube, dass früher aber die Nachnamen immer so ganz viel über den Beruf ausgesagt haben. Also ich glaube, halt ein Bauer war, hieß Bauer und Müller Müller und Weber Weber und irgendwie so. Und ich glaube, dass das so daherkommt. Gott, meine Haare, die glänzen richtig, so fertig sind sie. Also auf jeden Fall, wenn ihr da mehr wisst, könnt ihr das sehr gerne in die Kommentare schreiben. Jetzt sind wir zu Craigieville Castle gefahren, was sehr, sehr schön aussieht. Das ist nämlich rosa. Und da haben wir uns total drauf gefreut. Das hat allerdings zu. Also da kann man nur geführte Touren durchmachen. Und das hat vom 1. Oktober bis zum 31. März zu. Aber so das Land außenrum ist offen. Also man kann hier parken, man kann sich von außen anschauen, man kann nur nicht reingehen. Aber wir gucken es uns jetzt auf jeden Fall von außen an. Ich finde das nämlich sehr, sehr hübsch. Wow. Krass. Pilz. Unterarmpilz. Kennst du das? Oh, ich habe vergessen, von wem das ist. Nein, du kennst immer unter einem großen Stein, Armpilz. Im Wald. Im Walp, im Nabelwalp. Oh, ich bin überhaupt nicht interessiert, aber im Wahnsinn. Auf jeden Fall ist das... Oh, sieht das süß aus. Das ist das Schloss. Oder die Burg. Und irgendjemand hat uns gestern gesagt, dass man munkelt, dass das die Vorlage fürs Disney-Schloss wäre. Wir sind gerade in Huntly angekommen und das ist so ein ultra süßer Ort irgendwie. Super klein, also keine Ahnung, ich müsste jetzt schätzen mal vielleicht 1000, 2000 Einwohner, vielleicht 3, 4 sowas irgendwie. Es wirkt so, um den Dreh, aber es ist super süß, also wirklich so süße Gebäude. Ja, vor allem alles so klein, also so niedrig irgendwie. Oh.
Dadurch wirkt so artificial. Hello. Photograph you together? No, thank you. You're more welcome. Ah, that's all right. That's all right, thank you. Yes, thank you very much. You're more welcome. Thank Where you. Are you from? From Germany. Germany. Oh, welcome. Thank welcome. You. Thank you. I soldiered in Germany. All right. Very good. Anyways, you enjoying your holiday? Yes. You're very lucky with Scottish weather today. Yeah, it's beautiful, right? Have a lovely time. Thank you. Welcome to Huntly. Thank you. Okay. Enjoy very your. Nice thank you. Make sure you have a good dram of whiskey. Oh, right. You go. Okay. Yeah. Thank you. God bless you. Have a good day. God bless you. Have a nice sure you day. Don't want the photograph? Yeah, it's all right. Thank you. Thank you very much. God bless you. Goodbye. Oh, wie süß von dem RWT. Gut, ihn nehmen wir mit, würde ich sagen. Ja, packen wir ein ins Handgepäck. Packen wir ein. Schaut mal hier, die kleinen Häuschen überall. So süß. Auch hier der Turm. Ich weiß nicht, da kann nicht mal eine Person aufrecht drin stehen in diesem kleinen Turm. Und dann da die kleinen Türmchen. Mega süß. Richtig, richtig süß. Kollege, willst du uns durchlassen oder eher weniger? Mit deinem plüschigen Po. Das ist, glaube ich, abgehauen. Hallo. Oh, es ist so plüschig. Der Schwanz. Ja, da bleib einfach da stehen. Und jetzt mach nichts Dummes. Und wir sind an unserer nächsten Unterkunft angekommen. Und heute Nacht sind wir in einem sogenannten Bothy. Das ist eigentlich nur so eine kleine Hütte, die früher von Bauern genutzt wurde und jetzt von Bauern vermietet wird. Und es riecht schon nach Feuer, weil die haben Feuer für uns angemacht. Und das ist die Hütte. Und die ist hier irgendwo im Nirgendwo. Es hat jetzt eine Weile gedauert, bis wir es gefunden haben. Und ich habe dann die Besitzerin angerufen und wir haben das jetzt alles so ausgemacht. Und es ist offen und wir können einfach reingehen. Und ihr Mann, der holt gerade irgendwie die Schafe von der Weide. Irgendwas macht er mit den Schafen. Auf jeden Fall hat der uns aber schon ein Feuer angemacht und den Kettel aufgesetzt, den Wasserkessel. So, und jetzt gehen wir mal rein. Es ist so schön. Kommt mit, hier geht's rein. Oh, wow. Süß. Hier ist unsere Feuerecke und da ist schon der Teekessel drauf. Oh. Süß, oder? Hier ist die Küche. Oh, wow. Wie schön haben Sie es bitte hier eingerichtet? Süß. Oh, ist das schön. Mega süß, oder? Wow. Was ist da drin? Toilette und Badewanne, guck mal. Hast du mal reingeguckt? Süß! Richtig süß, gell? Oh wow, ist das toll! Guck mal hier, den Spülkasten! Oh mein Gott, ist das cool! Okay, und hier? Ich glaube, das ist eine Schlafkammer und dann gibt es nochmal eine Schlafkammer. Ach krass! Also, falls du nicht artig bist, muss ich in die andere Schlafkammer. Ja, genau. Ja, aber guck mal, ich glaube, die haben die eine schon gerichtet für uns. Wow, oh Gott, ist das gemütlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Können wir hier einziehen? Ja. Oh, ist das wunderschön. Wow, also ich muss sagen, ich finde, das ist was richtig, richtig Besonderes. Und ich weiß gar nicht, ob man sowas überhaupt alleine findet und auf so eine Idee kommt. Wow, also wenn ihr mal hier seid, macht unbedingt irgendwie sowas. Anscheinend gibt es an voll vielen Orten so kleine Bothys. Boutique. Farm Bothy heißt das, glaube ich. Boutique Farm Bothy. Also die haben zwei Stück hier nur. Dieses und noch ein anderes kleines. Wow. Das ist, glaube ich, das andere ist noch kleiner. Ich glaube, das hier ist für 4 Leute und das andere noch für 2 oder so. Und es gibt noch so einen Hot Tub. Den schauen wir uns mal an. Müssen wir nochmal finden, wo man da lang gehen muss. Also draußen, wie so eine Art wohl, ja, Außenbecken, Außenpool. So ein kleines Badewannending, was irgendwie mit Holz befeuert wird. Ja, das wird's wohl sein. Und wie funktioniert sowas? Ich glaube, da kommt halt einfach richtig heiße Luft rein. Und dann kann man da drin sitzen. Ja, ne? Wahrscheinlich halt wie so ein Whirlpool. Boah, das ist mein Traum, den ich schon immer mal hatte, sowas zu machen. Das ist toll. Und das ist die Aussicht. Also damit kann man uns auf jeden Fall eine richtige Freude machen. Mit solchen Back-to-Nature-Sachen. Wow, das ist toll. Thank you.
Wisst ihr, was außerdem das Allersüßeste ist? Die haben, also die richten ein, wenn man das mietet, was zum Frühstücken hin und auch was zum Abendessen. Das ist jetzt zum Beispiel das Frühstück, selber gemachtes Brot, da ist Marmelade drin und im Kühlschrank sind noch ganz viele Sachen. Der ist hier drin. Achso, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das mit einer Hand hinkriege. Und zwar hat sie da noch Beeren gekauft und Bananen und hier noch veganen Käse und veganes Joghurt. Und außerdem ist hier auch noch so Custard, falls wir, keine Ahnung, was essen wollen. Was ist das hier eigentlich überhaupt? Irgendwas Süßes, glaube ich. Es gibt extra für uns eine Mandelmilch. Und dann hat sie hier außerdem noch eingekauft mit frischem Gemüse und uns ein Rezept ausgedruckt. Und zwar veganes Risotto. Und da ist Risotto-Reis und Gemüsebrühe. Und dann können wir uns das hier später kochen. Und das ist einfach... Ich finde das... Ich weiß nicht. Also ich bin schock. Ich finde es zuckersüß. So, so unendlich aufmerksam und zuvorkommend. Und ich weiß nicht, irgendwie... Also so bisher ist das wirklich komplett mein Eindruck oder unser Eindruck von Schottland, dass die Leute so herzlich sind und so, so nett. Also von England hatte ich diesen Eindruck schon immer, dass die Leute einfach so freundlich sind. Also überall, in allen öffentlichen Einrichtungen, in denen man sonst angepumpt werden könnte mal. Im Straßenverkehr sind die Autofahrer nett. Und wir dachten halt immer, das ist vielleicht halt auch, weil wir ein deutsches Kennzeichen hatten. Jetzt haben wir aber im Mietwagen natürlich, weiß man nicht, dass wir nicht von hier kommen. Und trotzdem wird man im Straßenverkehr freundlich und zuvorkommend behandelt. Und auch hier und von allen. Und einfach alle sind so herzlich und nett. Und ich finde, das ist so schön. Ich finde, das ist echt so mit eins der schönsten Dinge, wenn die Menschen freundlich sind. Dann ist es egal, wenn es den ganzen Tag grau ist und regnet oder ich weiß nicht was. Aber so, ja. Also ich möchte auf jeden Fall nochmal hierher kommen und am liebsten mit dem Camper und dann einen Roadtrip machen und mir alles anschauen. Und viel mehr Zeit in diesem Land verbringen. Ich finde es ganz, ganz toll. Und Alex fliegt jetzt endlich die Drohne und ich sehe, wie sehr diese Gräser wackeln. Also es windet immer noch ziemlich. Alex hat uns außerdem schon ein Feuer im Hot Tub jetzt gemacht und ich war die ganze Zeit drin. Jetzt schaue ich mir das auch mal an. Kommt mal mit. Also, hier ist das Becken. Das ist so ein ganz normales Schwimmbecken quasi. Oh, guck, es dampft schon. Das ist so ein ganz normales Schwimmbecken. Normal nehme ich es nicht so weit runter, aber dann könnt ihr das besser sehen. Und hier unten ist ein Einlauf. Der kommt von hier. Und hier oben. Und das Wasser geht hier in diesen ganzen Behälter, wo nachher das Feuer drin ist. Und dadurch, dass es da drin heiß wird quasi, geht das heiße Wasser hier wieder rein und unten kommt das kalte nach und dadurch heizt sich das Ganze auf. Finde ich mega geil. Will ich unbedingt so ein Ding irgendwann mal bauen. Ach, wie geil ist das? Aber hier dazwischen ist nichts. Nee, das ist nur Dämmung, damit Luft. Der nicht so schnell abkühlt, Luft. Krass. Also es braucht ungefähr 4 Stunden, um warm zu werden. Und es braucht auch richtig lang, um abgelassen zu werden. Schon wärmer. Okay, also es ist auf jeden Fall nicht eiskalt. Und dann muss man ab und zu das Ding hier rumrühren, damit sich das auch schön verteilt. Das sieht richtig aus wie so ein Poolboy. Wow. Und dann können wir hier nachher sitzen, ein Vino schlürfen und hier raus auf die Felder gucken. Gott, Leute, ich habe immer schon geträumt von irgendwie sowas. Und das darf ich jetzt mit dir machen. Wow, das ist Wahnsinn. Das ist so toll. Wir kochen jetzt, beziehungsweise Marie hat schon geschnibbelt. Ich bin Feuermeister heute. Ich muss 3 Feuer am Laufen halten. Ne? Einmal das Hot Tub Feuer draußen. Und dann mache ich jetzt hier ein Feuer. Und zwar ist es der Herd. Und den muss man von unten befeuern. Meine Oma hat auch so ein Herd in diesem Grundstück. Also ich weiß eigentlich, wie es geht. Und da hinten haben wir noch so einen Heizofen, also so ein ganz kleiner. Den muss man auch immer nachlegen. Also eigentlich bin ich die ganze Zeit am Nachlegen. Vor allem ist da hinten die Gemüsebrühe drauf, weil wir haben hier nur eine Platte. Oh, ich glaube, du kannst die auch nachher überall draufstellen. Ja, aber jetzt erstmal dachte ich, ist die da hinten. Ja, wahrscheinlich kannst du sie nachher her tun. Ein Cook for 1 minute. Und dann immer wieder Gemüsebrühe nachleeren.
Es schmeckt so geil, dieses Risotto mit diesem Weißwein. Wow. Irgendwie haben wir noch nie Risotto gemacht. Ich weiß gar nicht warum. Kommt auf jeden Fall auf unsere To-Do-Liste, oder? Ist ja herrlich schlonzig. Ich finde nur die Gemüsebrühe ist ein bisschen zu salzig. Oh. Aber geht. Und jetzt nach dem Essen geht's endlich in den Hottopf. Und Leute, ich hab's, das Ding ist jetzt richtig an. Ich glaube, es hat fast 40 Grad. Perfekt. Und ich habe ein paar Kerzen aufgestellt. Jetzt schaut mal, wie romantisch das aussieht. Sieht es nicht mega aus? Oh, ich muss aufpassen, da geht eine Stufe runter. Wow, ich freue mich so. Jetzt da gleich rein. Guckt mal, wie das raucht und dampft. Und oh. Ja, und das Feuer lässt man jetzt langsam ausgehen. Nicht, dass es zu warm wird. Genau, das ist noch das Restfeuer. Guten Morgen. Guten Morgen. Wow, es war ein Traum hier. Es war so schön. Und schaut mal, wie wunderschön das Wetter heute ist. Ja klar, wir gehen natürlich. Auch. Genau, also wir machen uns jetzt auf zum Flughafen. Unsere Zeit hier in Schottland ist schon wieder vorbei. Ich glaube, wir können festhalten, dass das nicht das letzte Mal war. Nein, wir werden auf jeden Fall wiederkommen. Ja. Wir sind schon die ganze Zeit am Plan, wie kann man denn so eine süße Hütte irgendwie umsetzen? Wir wollen auch so eine Hütte haben. Ja, gut, wow. Vielleicht ist es auch eher eine Spinnerei. Es war wunderschön hier in Schottland. Es war mega, mega schön. An dieser Stelle auch vielen Dank an Visit Scotland für diese Einladung. Es war richtig. Echt mega, mega toll. Das war eine tolle Idee. Und wir hoffen sehr, dass wir euch auch einen guten Eindruck vom Land geben konnten. Und vielleicht ist das ja auch irgendwie ein Ziel, was euch interessiert, was ihr noch gar nicht so auf dem Schirm hattet. Genau. Und falls ihr Fragen habt, dürft ihr uns das natürlich auch gerne stellen. Also über Schottland oder sowas. Vielleicht können wir das ja beantworten. Ansonsten können wir die Fragen auch einfach weitergeben. Und with that said, war's das jetzt wieder mit dem Vlog. Und wir sehen uns dann morgen zu einem neuen Vlog wieder. Das wird auch wieder sein. Genau. Mehr sagen wir mal noch nicht. Okay, so. Bis dann. Adios, amigos. Schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht. Tschüss.